Psychoanalytikerin Alice Miller, Anfang der 80er bekannt geworden durch ihren Bestseller Am Anfang war Erziehung, beschrieb erstmals die Weitergabe von Traumata an die eigenen Kinder. Wie ihren Sohn Martin waren diese Theorien immer auch ein Stich ins Herz. Die Alice hat nicht ein einziges Mal mich vor dem Vater verteidigt. Sie hat zugeschaut, wie er zugeschlagen hat. Martin Miller begibt sich in Wer hat Angst vor Alice Miller? Gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Daniel Howald auf Spurensuche und erfährt so viel über die Traumata der eigenen Mutter, unter denen auch er leiden musste. Am Ende bekommt der hohe Sockel der Alice Miller Risse, aber im Grunde bestätigt sich ihre Theorie, wenn auch auf tragische Art und Weise. Also ich habe erlebt, dass sie Dinge projiziert hat, die mit ihrer früheren Verfolgungserfahrung zu tun hatten. So spannend und offen die einzelnen ProtagonistInnen des Films auch erzählen. Eine Schwäche des Films bleibt, dass er sich nicht klar entscheiden kann. Ist er ein Recherchekrimi oder ein persönlicher Dokumentarfilm über die Leiden eines Sohns an der bekannten Mutter oder ein psychologisches Fachgespräch? Alles drei spannende Aspekte, aber zusammen in einem Film verliert man darüber häufiger den roten Faden.